Schönen guten Tag. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut, Jungs. Freunde, bevor wir irgendwie anfangen, kann ich announcen, dass wir heute einen IRL-Stream machen, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Hinter diesem Bildschirm lädt gerade meine Powerbank und mein... Ja, wie heißt das? Keine Ahnung. Da gibt es quasi so eine Livestreaming-Einheit, die selber nochmal quasi einen Akku drin hat. Die wird auch geladen gerade. Also wir machen... Ich hätte direkt mit einem IRL-Stream begonnen. Aber da kommen immer nicht so viele Donations rein, Kipo. Nee, Spaß. Aber die Powerbank muss noch geladen werden. Dementsprechend haben wir noch so 2 Stunden vielleicht. Ja, so 15 Uhr peile ich an. Also ich lade die Powerbank jetzt ungefähr seit einer halben, dreiviertel Stunde. Das war nämlich ein relativ spontaner IRL-Stream. Oder das wird ein relativ spontaner IRL-Stream, den wir heute machen. Wir werden ein bisschen in der Stadt nachher rumfahren, Freunde. Und wir werden Süßigkeiten testen. Let's go. Cindy sucht gerade noch so Sachen raus. Wir werden zu einem Laden zum Beispiel fahren. Da kann man quasi wie so eine Art Eiskugel bekommen. Aber die Eiskugel ist keine Eiskugel, sondern Cookie Dough. Also quasi Keksteig. Und dann kann man da so Toppings drauf machen und so ein Shit. I don't know. Also sowas machen wir auf jeden Fall heute, Freunde. Und wir werden, ja, das ist der Diabetes IRL Stream. Exakt, dude. Und was wir auch machen werden, wir werden uns, guck mal hier, das ist der Rucksack. Wow. Das, Freunde, das war mein Handy, Jungs. Genau, aber guck mal, wir haben hier so einen Shoulder Mount, okay, den kann man verschieben. Also der ist jetzt nicht auf Schulterhöhe, aber im Grunde ist es ein Shoulder Mount. Und mir fehlt noch der Adapter hierfür. Ich glaube, das ist GoPro. Also ich brauche quasi einen Adapter von GoPro auf diese Schraube. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Also quasi am Ende des Tages, damit das dann so hier raufgeschraubt werden kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, ihr könnt mir folgen. Auf jeden Fall brauchen wir so eine Art Adapter, das müssen wir auch noch beim Mediamarkt holen. Und wenn wir den finden, das sollte eigentlich funktionieren, dann können wir heute den ersten POV-Stream machen, Dude. Let's go. Ich hoffe, das klappt, weil ich hätte da echt Bock drauf. Weil ich habe das Gefühl, so ein POV-Stream ist weitaus entspannter, als das die ganze Zeit so rumzutragen. Wisst ihr, wie ich meine? Hallo, Frau Merkel. Hallo und hallo, liebe Zuhörer. Ja, bevor wir hier loslegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz erklären, worum es geht und wie vor allen Dingen Sie hier mitmachen können. Drücken Sie einfach auf Ihrem Telefon auf der Tastatur die 0, dann werden Sie mit unserer Telefonzentrale verbunden und dann mit ein bisschen Glück können Sie hier vorne mit der Bundeskanzlerin die aktuellen politischen Themen diskutieren. Frau Merkel, ich schlage vor, wir fangen an, holen mal den ersten Anrufer zu uns. Einen schönen guten Abend. Ja, moin. Und wie geht's euch so? Geht's euch gut? Ja, sagen Sie einfach Ihre Frage. Perfekt, freue mich zu hören. Frau Merkel. Es werden so f***ing viele Unmengen an Steuergeldern in so viel Scheiße verbraten. In so viel Scheiße, Digga. Ja, ich wollte dazu nur etwas sagen. Wir können ja. Merkel, das Ding ist einfach, dass die Steuern viel zu hoch sind und für Müll ausgegeben werden. Nein, das ist, sehen Sie nach meiner Auffassung. Da müsste, ich weiß nicht. Gefühlstechnisch. Ist es eigentlich mal Zeit, ein bisschen was zu ändern, Digga. Da kann ich einige schon verstehen, dass sie da. Schon ein bisschen angefressen sind, ne? Oh shit, da ist die Pizza, Digga. Oh shit, lecker Schmecker. Boah, gleich hier ein richtig dickes Stückchen Snacken. Beste Kombi, Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais, geschnitten mit einer kleinen Knoblauchsoße. Oh, die heißt... Also, was ich da halt sagen wollte, ist, dass... Also, theoretisch gesehen muss man in den... Summen, die ich verdiene, kannst du eigentlich im Grunde 60% Steuern rechnen. Ey, Digga, das ist eigentlich 70% Steuern, aber zum Glück hat er ein Lambo, da kann er ein bisschen was von den Steuern wieder absetzen, Freunde. Da spart er was, Pock. Viel zu viel. Das ist eigentlich eine Frechheit. Weil ich verdiene kein Geld. Ohne den Lambo und ohne das Tanken vom Lambo müsste er eigentlich 100% abgeben. Finanzamt frisst einfach alles. Das mache ich nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber, Angela, jetzt mal eine Frage, ne? Wie viel Euro verdienst du wirklich? Ja, nun, es gibt schon sehr, sehr hohe Zahlungen. Wie viel? 4 Milliarden Euro. Hä? BTS? 4 Milliarden Euro. Mhm. Der, das ist eine Unmenge an Geld. Hast du nicht mal Lust, mit mir was essen zu gehen oder einen Kaffee trinken zu gehen? Also, ich bin ein bisschen, ja, also jetzt erstaunt, aber... Ich würde dich gerne mal einladen. Das hört sich jetzt doof an, aber wenn man sich ineinander verliebt, Liebe ist so mächtig dann in dem Fall auch. Wenn er Bock hat auf was Älteres und sie Bock hat auf was Jüngeres und man findet sich, wo die Liebe hinfällt, weißt du, wie ich meine? Also ich finde den Vorschlag sehr interessant. Ich habe nur einmal
gerade ausgeguckt, weil ich nachdenken musste, ob ich Ihnen jetzt ein freudiges Ja zurufe oder ob ich sage, ich müsste mir das mal anschauen. Wir haben uns ineinander verliebt, was willst du dagegen machen, Digga? Wie findest du Kinder? Ich möchte natürlich auch, dass wir möglichst viele Kinder haben. Also insofern ist es vielleicht gut, dass Sie nochmal gefragt haben, damit man das deutlich nach außen stellen kann. Korrekt, Digga, alles klar. Sie schicken mir vielleicht nochmal... Du willst meine Nummer haben, ne? Ja, gerne. Ah ja, kein Problem. 0183 888 3 mal die 88. Ja. 888 888. So, hast du Sonntagabend Zeit? Mhm. Erst rein, perfekt. Hast du auch Lust auf McDonald's? Ja. Ich finde, das ist schon mal eine interessante Anregung. Ja, alles klar, korrekt. Ich geh schnell pinkeln. Kuss, Kuss. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und tschüss aus Berlin. Tschüss. Berlin! Das war ein lustiges Video, du. Fuck, ich hab's schon wieder gesagt. Damn. Oh, Barrel Roll schreibt gerade, Delfin-Jungen-Update. Guter Call, ich hätt's beinahe vergessen. Freunde, ich kann euch Bilder präsentieren von Timo, okay? Timo aus der Türkei. Nee, Spaß. Timo, falls ihr euch erinnern könnt, Freunde, back in the day haben wir ein Sellout-Stream gemacht, Freunde. Also einen Stream, wo Leute quasi Videos schicken konnten, dafür viel Kohle bezahlt haben, viel zu viel eigentlich. und wir das ganze Geld gespendet haben. Da sind innerhalb von 4 Stunden 11.000 zusammengekommen. Ich weiß, 11, Omega Lull, super funny. Ja genau, auf jeden Fall haben wir 11.000 gespendet, Freunde. Und genau in diesem Moment ist, also ich glaube vorgestern war der erste Tag von der Delfintherapie von Timo. Und die Mama von Timo hat mir einen ausführlichen... Das heißt, es waren noch nicht so viele Bilder. Sie hat mir 6, 7 Bilder geschickt. Bruder, wisst ihr, was richtig weird ist? Ihr werdet es gleich sehen. Diese Frau, die mit Timo die Delfintherapie macht, okay? Die sieht einfach aus wie Dagi, Dude. Fangen wir mit dem Bild an. Das hier ist Timo. Man sieht ihn nur ganz leicht. Das hier. Okay, das ist der Delfin. Der ist gerade auf dem Rücken. Okay, der ist nicht tot. Der lebt noch. Tatsächlich. Der ist noch am Leben. Keine Sorge. Und diese junge Frau hier mit dem Schwimmreifen, die kann leider nicht schwimmen. Nee, keine Ahnung, ob die schwimmen kann, aber auf jeden Fall diese Frau hier ist die Trainerin quasi. Das hier ist der Delfin. Alright, Jungs. Fucking 10 Meter in die Air. Und das hier ist nochmal Timo Nahaufnahme, Jungs. So, und Junge, so krass wie Dagi, oder? Das ist der Delfin, das ist Timo, das ist die Trainerin quasi. Oder wie auch immer man das nennt, quasi die Kurhelferin oder so. Aber ja, im Grunde ist das ein Bild, Jungs. Freunde, das haben wir als Community organisiert. Insane, oder? Ist das nicht ein Feels Good Man Moment? Das ist ein absoluter White People Happy Moment. Ja, warte mal, ich kann euch mal ganz kurz sagen, was Timos Mama dazu noch geschrieben hat. Sie hat geschrieben, liebe Grüße aus Curaçao. Das spricht man wahrscheinlich nicht so aus, aber ja. Heute war Timos erster Therapietag. Er schwimmt wieder mit seiner Nubia. Oh, das ist derselbe Delfin wie letztes Mal. Let's go. Das wusste ich nicht. Oh, nice. Okay, das ist derselbe Delfin wie beim letzten Mal, Jungs. Okay, also er schwimmt wieder mit seiner Nubia wie die Jahre davor. Was soll ich sagen, es war ein toller Start. Timo war sehr ruhig und sehr konzentriert, das kannten wir gar nicht. Sonst war er immer sehr aufgedreht und hat viel Wasser geschluckt. Der Arme, ey. Wir danken dir und deinen Followern von ganzem Herzen, dass ihr diese Therapie für Timo wieder möglich gemacht habt. Das ist süß, oder? Das ist süß, Jungs. Das ist awesome, Jungs. Feels good, man. Absolut feels good, man.